Wenn man die zwei Innenverteidiger ersetzen muss, ist es manchmal ist nicht einfach, weil man braucht gewisse Abläufe im Defensivblock, im Defensivverhalten. Und jeder Abwehrspieler hat so ein bisschen einen anderen Gedanken. Also von daher ist es ja, ein bisschen schwieriger für uns dann, eine stabile Defensive zu haben. Die K.O.-Phase beginnt und Deutschland spielt im Achtelfinale gegen Dänemark in Dortmund am Samstag um 21 Uhr. Dafür braucht es eine Vorbereitung und die Vorbereitung findet natürlich hier bei uns statt mit Guido, mit dem Weltmeister. Hallo Guido. Hallo. Und mit Turit, die uns wie immer kompetent und charmant hier unterstützt. Hallo Turit. Und dann haben wir noch Marcello. Hallo Marcel. Guten Morgen in die Runde. Marcel, du bist beim Predictor ja genauso dabei wie Guido. Ich muss leider sagen, ich bin der Letzte in dieser Runde. Also es nehmen sehr viele teil. Ich bin leider nur im gesunden Mittelfeld, während, Surprise, Surprise, Guido ganz vorne ist. Wo stehst du? Ja, Carsten, dabei ist alles. Ja, für dich gilt das Motto auf jeden Fall. Du stehst ja momentan auf Position 851 von 1500 Teilnehmern ungefähr, so Pi mal Daumen. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen geklettert in dem Ranking auf Platz 789 und Guido, ja, der reißt wieder raus von uns drei, 239 auf Platz 239. Und da muss man sagen, Guido hat es ja schon völlig richtig gesagt, die, die weiter vorne stehen, haben weniger Ahnung von Fußball, Carsten, und deswegen stehst du ganz hinten. So soll es sein. Danke, dass ihr mir ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, über den Kopf streichelt. Wunderbar. Aber ihr könnt natürlich noch mitspielen, denn in der K.O.-Runde geht es praktisch nochmal von vorne los. 1000 Euro zu gewinnen. Wunderbar. Aber jetzt muss erst einmal Deutschland auch das Viertelfinale gewinnen. Das können sie nur, wenn sie gegen Dänemark, ja, reüssieren. Turit, wie siehst du die Aussichten? Erstmal gehen wir natürlich als klarer Favorit rein. Dänemark hat jetzt in der Gruppenphase nicht überzeugt, muss man sagen. Sie haben keinmal gewonnen, sie haben drei Unentschieden geholt. Also natürlich sind wir auf dem Zettel der Favorit. Wir haben natürlich die Baustelle ein bisschen in der Abwehr, auf die wir blicken müssen. Mit Tah, der definitiv ausfällt, Rüdiger noch als Wackelkandidat. Also mit einer ganz neu formierten Innenverteidigung wird es vielleicht auch schwierig. Aber dennoch sollte es unser Anspruch sein, dieses dänische Team zu schlagen. Guido, die Innenverteidigung fällt wohl komplett aus. Also meiner Ansicht nach wird Rüdiger nicht rechtzeitig fit. Was sagst du? So eine Muskelverletzung ist ja schon immer diffizil, sagen wir es mal so. Absolut, das ist immer ein Risiko, nach einer Muskelverletzung sehr schnell wieder spielen zu können. Und natürlich, ein Achtelfinale ist was Besonderes. Ich denke, er wird alles daran setzen, dass er spielen kann. Aber ich denke auch, das wird sehr schwer, in der kurzen Zeit so fit zu sein, dass man A, kein Risiko nimmt, dass die Muskelverletzung noch stärker wird, dass er dann für den Rest des Turniers ausfällt. Und B vielleicht auch nicht hundertprozentig fit ist und dann spielt und macht vielleicht das ein oder andere oder einen oder anderen Fehler. Also ich bin auch überzeugt davon, dass er zu 80% nicht spielen wird. Und dann würde ich plädieren, dass Schlotterbeck und Anton spielt. Und Schlotterbeck ist ein Linksfuß, deswegen ist er wahrscheinlich eher ein bisschen vor Koch auch dran. Und ja, Anton hat eine tolle Saison gespielt und Der ich bin froh, wenn er Stuttgarter. wieder spielt. Versteht man gar nicht. Bei welchem Verein spielt er denn? Habt ihr gesehen? Also auf einmal gehen die Mundwinkel so hoch beim Schwaben. Ja, hat eine tolle Saison gespielt. Aber ich meine, eine völlig neue Innenverteidigung. Ja, das ist Risiko. nicht ganz einfach. Das ist richtig, weil die Abwehr ist ja eingespielt mit Joshua Kimmich, mit Neuer und links auch mit dem Mittelstädt. Aber das ist auch wieder ein Stuttgarter, kommt wieder mein Mundwinkel nach Ja. oben. Also von daher. Die Frage ist natürlich, ob er spielt. Das ist auch eine Frage, weil der Raum auch hervorragend gespielt hat oder das sehr gut dann gemacht hat. Also, wenn man die zwei Innenverteidiger ersetzen muss, ist es manchmal ist nicht einfach, weil man braucht gewisse Abläufe im Defensivblock, im Defensivverhalten. Und jeder Abwehrspieler hat so ein bisschen einen anderen Gedanken. Also, von daher ist es ja, ein bisschen schwieriger für uns dann. Ja. Eine stabile Defensive zu haben. Dann aber die Anschlussfrage: Hätte Julian Nagelsmann nicht den gelb gesperrten Tah einfach schonen sollen?
Ja, das ist, glaube ich, auch immer eine Ansichtssache. Ich glaube, ich hätte ihn auch nicht geschont, weil die Abwehr muss sich ja einspielen oder immer wieder weiterspielen. Und gerade in der Defensive, da werden die Spiele eigentlich gewonnen, wenn die stabil stehen. Vorne werden Tore geschossen, hinten werden die Spiele gewonnen. Ist zwar eine Floskel, aber es ist oft so. Und von daher ist, glaube ich, eine Stabilität ein Mitspieler, den man jetzt kennt und dann sich besser, immer wieder besser einspielt. Gerade in der Nationalmannschaft sind es ja Dinge, das ist ja nicht der Partner wie im Club. Man spielt nicht so oft zusammen. Also von daher braucht es auch diese Eingespieltheit und da hätte ich ihn ausspielen lassen. Hinterher ist man immer schlauer. Da heißt immer, Genau. hätte man nicht und vielleicht doch oder was weiß ich was. Aber ein Trainer muss eine Entscheidung treffen und die Entscheidung hat er so getroffen und die war aus meiner Sicht auch grundsätzlich richtig. Dänemark gegen Deutschland, da hast du auch ein besonderes Erlebnis, nämlich es war das Endspiel 92, das dann verloren ging für Deutschland. Da sprechen wir dann gleich mit Flemming Paulsen drüber. Also es gibt da eine Reunion zwischen Guido Buchwald und Flemming Paulsen, aber erstmal brauchen wir Marcel für die wesentlichen Dinge über dieses Spiel. Ja, ganz genau. Erstmal hat Guido natürlich völlig richtig angesprochen, dass die beiden Innenverteidiger sehr viel Spielpraxis, sehr viel Abstimmung zusammen brauchen, weil sie eben nicht so oft im Verein miteinander spielen. Das Schöne ist, Anton und Schlotterbeck werden nächstes Jahr miteinander im Verein spielen. Guido, und da gehen meine Mundwinkel dann nach oben. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir mal ein paar Quoten angeschaut zu diesem Spiel. Fange natürlich mit der wichtigsten Quote überhaupt, dann nämlich Deutschland wird Europameister. Ja, wie ist da momentan die Quote? Wir haben das ja so die ganze Europameisterschaft bislang ein bisschen begleitet. Aktuell haben wir eine 6,50. Das heißt, die Quote ist sogar wieder ein bisschen gestiegen nach diesem 1:1 gegen die Schweiz. Liegt aber in erster Linie daran, dass man das Viertelfinale eben, sollte man sich im Achtelfinale durchsetzen, gegen Spanien bestreiten muss. Und Spanien ist vielleicht momentan die beste Mannschaft oder war bislang die beste Mannschaft bei diesem Turnier. Deswegen ist da die Quote ein bisschen hochgegangen. Nach wie vor übrigens die Top-Favoriten aus England und aus Frankreich. Ja, muss man auch sagen. Gerade die Engländer haben zwar nicht überzeugt, aber sie sind eben diesen leichteren Turnierbaum zu finden. Auch das werden wir dann in den übrigen Achtelfinalsvideos nochmal thematisieren, wo wir alle 7 übrigen Spiele natürlich dann ausführlich analysieren und thematisieren. Und dann, Carsten, und habe ich mir nochmal ein paar Quoten angeschaut, dass Deutschland das Finale erreicht, beziehungsweise das Halbfinale. Ja, und da finden wir momentan eine Quote von 3,50, dass Deutschland ins Finale kommt, eine 2,25, dass sie ins Halbfinale kommen, finde ich beide Quoten nicht sonderlich value-trächtig, also nicht sonderlich ja, rentabel, weil sie einfach zu niedrig ausfallen für die vielen Gefahren und Hürden, die noch warten auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und deswegen ja, blicke ich abschließend nochmal auf die Frage, die wir uns auch schon ein bisschen begleitet. Wer wird denn am Endeffekt die meisten Tore für die Deutschen erzielen? Aktuell ist es ja Niklas Füllkrug. Ja, der diese interne Liste anführt mit Musiala zusammen. Und aktuell gibt es eine 2,75, dass Musiala die meisten Tore erzielt, eine 5,0, dass Füllkrug die meisten Tore erzielt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob diesmal Havertz wirklich nochmal spielen wird von Anfang an oder ob Julian Nagelsmann vielleicht sogar Füllkrug vorne reinbringt. Genau das Thema möchte ich mit Turit besprechen. Das haben wir schon des Öfteren hier diskutiert, aber wie würdest du es gegen die Dänen jetzt angehen? Ja, es ist schwierig erstmal, finde ich, weil beide Spieler kannst du bringen ohne, ja, ohne Probleme. Beides andere Spielertypen natürlich. Und es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie man die Dänen erwartet. Wenn man sie wirklich hinten ganz kompakt im Block erwartet, vielleicht ist es dann sogar gut, mal Füllkrug zu bringen, der auch ja, dem deutschen Spiel nochmal einen etwas anderen Aspekt gibt, so als Flankenverwerter fungiert. Da muss man nicht immer nur versuchen, sich flach durchs Zentrum zu kombinieren, sondern kann auch mal zum Beispiel über Kimmich oder über die andere Seite dann mit Flanken agieren, je nachdem, wer spielt dann am Ende auf der Außenverteidigerposition. Trotzdem glaube ich, dass er weiterhin Havertz wird spielen lassen, weil er ihm einfach vertraut, weil ihm das Vertrauen geschenkt hat und weil ich Nagelsmann jetzt auch so erlebt habe, dass wenn er einmal eine Entscheidung trifft, dass er auch dazu steht und dabei bleibt, aber trotzdem wahrscheinlich Füllkrug dann auch wieder sehr früh die Chance geben wird, weil er natürlich gezeigt hat, was für einen Wert er für die Mannschaft hat. Also schwierige Thematik. Ich könnte mir vorstellen, dass Havertz wieder beginnt, obwohl ich eben beiden das natürlich zutrauen würde. Carsten, ganz Guido, kurz, ja. da muss ich reingrätschen. Da muss ich reingrätschen. Noch ein anderer Aspekt, der eventuell für Füllkrug sprechen könnte,
ist der bei Standardsituationen. Ja, wir sprechen bei den Dänen von einer extremen Physis. Sie haben 5 bis 6 Spieler, die an die 1,90 Meter groß sind. Allein die 3 Innenverteidiger, alle baumlang, alle gute Kopfballspieler. Jetzt fällt dir mit Tah und Rüdiger wahrscheinlich oder fallen dir 2 wichtige und gute Kopfballspieler aus. Schlotterbeck, bei allem Respekt, ist zwar auch relativ groß gewachsen, aber kein guter defensiver Kopfballspieler. Und allein Anton, und dann fehlen so ein bisschen die Kopfballspieler. Und wenn ich mich dann entscheiden müsste, defensiver Kopfball zwischen Havertz und Füllkrug, würde ich mich wahrscheinlich für Füllkrug entscheiden. Deswegen diese Standardsituation darf man definitiv nicht außer Acht lassen. Deswegen würde ich tatsächlich auch aufgrund dessen Füllkrug spielen lassen. Plus natürlich, er ist jemand, der nochmal eine ganz andere Dimension reinbringt, wie Tuchel ja so schön gesagt hat, weil er einfach ein Flankenverwerter ist, weil er mit seiner Mentalität auch Spieler mal mitreißen kann, weil er natürlich Innenverteidiger mehr binden kann, gerade diese Dreierkette der Dänen. Deswegen wäre meine Tendenz tatsächlich eher Füllkrug. Okay, eure Meinung, die interessiert uns extrem, aber noch mehr möchte ich jetzt auch Guido fragen, ob du wechseln würdest. Also Havertz raus und Füllkrug rein. Also jetzt gerade gegen die Dänen würde ich eher den Havertz spielen lassen. Defensive gebe ich Marcel recht, ist klar. Da wäre der Füllkrug derjenige, der noch großer Kopfballspieler wäre oder ein sehr guter Kopfballspieler wäre. Aber gerade in der Vorwärtsbewegung ist der Havertz eigentlich doch ein bisschen beweglicher und technisch noch feiner. Und gegen die großen dänischen Abwehrspieler, die tun sich eher schwer gegen Spieler, die technisch fein sind, die beweglich sind. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, da passt eigentlich der Havertz besser dazu. Er geht auch gute Wege, er zieht auch mal die Innenverteidigung ein bisschen auseinander. Also von daher denke ich, so wie wir es im letzten Spiel auch gemacht haben, Havertz zuerst und Füllkrug nachlegen oder dann auch sogar noch mit Umdarf nachlegen, wenn dementsprechend die Situation das benötigt. Also von daher haben wir, glaube ich, was sehr, sehr Gutes momentan in Deutschland, dass wir 3 Spieler haben, die in der Box spielen können. Und das haben wir Jahre davor, bei jedem enttäuschenden Turnier haben wir das nicht gehabt. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns ein absoluter Bonus jetzt, dass wir jetzt wirklich wieder Spieler haben, die auch in der Box sehr gefährlich sind und sehr gut sind. Ja, da haben wir schon mal eine extrem kontroverse Diskussion. Was nicht kontrovers diskutiert werden kann, ist die Reihenfolge im Prediktor. Da ist Guido vorne, aber ihr könnt euch einschalten. Also einfach mitspielen und 1000 Euro kassieren. Und Marcel, ja, bitte. Genau, lass mich dazu kurz noch was sagen zum Predictor. Ja, erstmal Dankeschön für den bisherigen Support, den wir natürlich von euch bekommen haben. Gerade in den Live-Sendungen sind wir da wirklich sehr zufrieden mit der Interaktion gemeinsam mit euch. Aber ich richte noch mal wirklich diesen dringenden Appell an euch: Macht beim Predictor mit. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es euch gar nichts kostet, dass jetzt wieder komplett alles auf Null gestellt wird, Carsten. Das heißt, keiner ist mehr vorne. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall noch diese K.O.-Phase gewinnen. Das ist auch Fakt. Und dann müssen wir einfach noch sehen: Ihr könnt eine eigene private Liga noch gründen mit euren Freunden und ihr habt vor allem die Chance auf 1000 Euro. Der erste bekommt 1000 Euro und ich sag mal so, wir haben 2, 3 Leute in der Regie bei uns, die wirklich wenig Ahnung von Fußball haben und selbst die waren ganz vorne zu finden. Deswegen nehmt auf jeden Fall teil, meldet euch an, wie das Ganze geht, ja, wo ihr den Link findet, das seht ihr hier unten nochmal und dann bin ich gespannt, wenn wir die nächsten Male mit Guido sprechen, wo Guido steht. Carsten, wo du stehst, interessiert uns nicht, aber wo ich stehe im Vergleich zu Guido. Ja, kannst du uns mal einen Tipp raushauen, damit wir sehen, ob du wirklich ernst zu nehmen bist? Ja, ich habe mir noch mal eine Quote genauer angeschaut, nämlich die Wer kommt weiter Quote natürlich. Ja, das denke ich noch mal einen ganz guten Überblick uns gibt, wer klar favorisiert ist. Da haben wir dann bei Deutschland eine 1,30, dass sie weiterkommen. Das heißt, da geht es nicht nur um die 90 Minuten, sondern auch eventuell 120 Minuten beziehungsweise ein Elfmeterschießen. 3,55 für die Dänen. Das heißt, sie werden schon deutlich als Außenseiter gehandelt. Torit hat es ja bereits angesprochen. 3-mal haben sie nicht gewonnen bei dieser Europameisterschaft. Ich finde, sie haben mit Ausnahme von Højlund auch nicht diese Umschaltspieler, die uns wahrscheinlich gefährlich werden können. Das hatten die Schweizer anders mit Embolo, mit Ndoye. Da waren wirklich ein paar schnelle Spieler vorne drin. Deswegen glaube ich schon, dass die Deutschen gegen einen massierten Abwehrblock der Dänen auf jeden Fall irgendwann Lösungen finden werden. Und deswegen haue ich mal meinen ersten und auch einzigen Tipp heute raus, denn die anderen Tipps gibt es wie immer in unseren Live-Sendungen, ja, wo ihr dann ab Samstag wieder ab 9 Uhr immer live hier dabei sein könnt. Wettbar YouTube-Channel, Abo dalassen. Ich sage wirklich, Deutschland gewinnt dieses Spiel. Aktuell liegt die Quote, Stand Donnerstagmorgen bei 1,65. Könnte natürlich noch ein bisschen sinken, vielleicht auch ja, sich erhöhen. Das sehen wir dann im Laufe der Tage. Aber 1,65, Deutschland gewinnt nach regulärer Spielzeit. 3 Units beträgt der Einsatz. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Haut es mir gerne in die Kommentare.
Wenn wir jetzt mal vorausblicken auf dieses Spiel am Samstag, Flemming, du bist ja tief drin in der dänischen Nationalmannschaft, soll heißen, du kennst alle Stärken und Schwächen. Welches Spiel erwartest du? Wie werden die Dänen das angehen? Ich glaube, die haben gesehen, wie die Schweiz gegen Deutschland gespielt haben. Die Dänen kommen auch aus einer kompakten Defensive. Wir haben die ersten drei Spiele verfolgen können hier in Dänemark mit einer Dreierkette, zwei Wingbacks, die mehr in den ersten drei Spielen mehr nach hinten gearbeitet haben. Und es wird nicht einfach für die Deutschen, diesen Abwehrriegel zu knacken, aber was in unserer Gruppe, Gruppe C waren, da wir sind nicht auf klasse Spieler getroffen. Die Engländer waren harmlos, Slowenien und die Serbien hatten auch nicht die Stärke, die Deutschland hat. Es gab wenig Schnelligkeit bei den Gegnern, es gab wenig Leute, die eins gegen eins dribbeln konnten. Von daher wäre das eine ganz andere Aufgabe. Womit wir hinkommen, ist diese kompakte Einheit, die Probleme haben, nach vorne zu spielen, Chancen zu kreieren, weil wir keinen X-Faktor-Spieler haben in unserer Mannschaft. Also das heißt, diese Musiala Wirtstypen haben wir nicht. Wir haben zwar Eriksen, Heuwe, aber die Spieler, die mit dem Ball gut umgehen können, aber die können keinen austrippeln, also keine Überzahl schaffen. Also wir kommen sehr viel über Kombinationsfußball und das geht zu einem gewissen Punkt, aber du musst auch Leute haben in der Mannschaft, die einen Überzahl schaffen können auf den Seiten, vorm Tor. Und das haben wir nicht gehabt und deswegen haben wir dann offensiv unsere Herausforderung, Chancen zu kreieren. Wir haben den Højlund, der bei Manchester United spielt, aber in den ersten drei Spielen hat er öfters mit dem Rücken zum Tor gespielt. Und da ist es schwer zu treffen, auch für ihn. Okay. Guido, was erwartest du? Also Flemming hat das ja schon sehr tiefgehend auch analysiert. Ja, ich erwarte eigentlich das gleiche Spiel, dass Deutschland sehr viel Ballbesitz haben wird und versuchen wird, natürlich über Wirtz, über Musiala mit der Dribbelstärke die Dänen da auseinander zu ziehen und die Abwehrkette und die Kompaktheit zu durchbrechen im 1 gegen 1. Und es wird für die Dänen, glaube ich, sehr, sehr schwer, über 90 Minuten lang so kompakt stehen zu bleiben. Umso länger das Spiel dauert, umso besser die Dribblings dann auch kommen, umso schwieriger wird es, glaube ich, für die Dänen dann auch sein, Stand zu halten. Und wenn dann die Dänen zu wenig Entlastung bekommen, wenn wir wirklich sehr Druck machen, so wie im ersten Spiel gegen Schottland, ja, dann haben die Dänen es sehr, sehr schwer und dann sind wir absolut, denke ich mal, ohne jetzt überheblich zu sein, der absolute Top-Favorit gegen Dänemark. Ihr seid auch die Favoriten, aber die Schotten, mit denen möchte ich Dänemark nicht vergleichen. Da sind die Schotten ein paar Stufen höher einzuschätzen. aber trotzdem, das hohe Pressing haben wir auch nicht erlebt in den Gruppenspielen, weil die Engländer sind sie oft sehr zurück und die Serben haben das auch gemacht über die meiste Zeit, Slowenien auch sowieso. Von daher wäre das auch eine Herausforderung. Wir haben eine Waffe, das ist die Schnelligkeit von Højlund. Und dann hat der Juhlmann auch versucht, andere Stürmer reinzubringen, der Dolberg von Anderlecht, der Yusuf Poulsen von Leipzig. Aber die haben nicht überzeugen können. Also das ist die große Frage hier in Dänemark ist, wie können wir Tore machen, wie können wir Chancen kreieren. Und der Trainer hat das auch jetzt nach dem Spiel gegen Serbien gesagt, okay, da haben wir was, ein Problem, die wir gelöst haben müssen, sehr, sehr bald, weil diese Risiko, also Risiko, wir müssen mehr Risiko eingehen. Das ist ja schon, wir sind, wie gesagt, wir kombinieren sehr stark, aber dann wird oft zum Kombinieren, dann statt ein Risikopass nach vorne zu spielen, dann brechen wir ab und spielen quer oder spielen zurück. Und da bringst du nicht diese Unruhe in den Reihen der Gegner. Und wir müssen mehr Tordrang entwickeln. Und das geht nur über dieses Risiko, diesen Mut vom Tor und Dribbling und über außen da sich durchzusetzen.
Aber ob wir die Qualität haben, das ist ja dann die Frage. Also wir wissen schon, wie es geht soll, auf dem Blatt, auf dem Papier, aber auf dem Rasen sieht etwas schwieriger aus für uns. Ich habe das erste Spiel der Dänen, dann dachte ich noch gegen die Engländer, vielleicht können wir doch mehr von den Dänen erwarten. Das hat sich dann ein bisschen relativiert, weil wir vielleicht gesehen haben, dass England gar nicht so ein gutes Turnier spielt. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie die Taktik gegen Deutschland sein kann, dass ihr vielleicht auch teilweise eine Fünferkette fallt. Aber wenn man das Spiel der Deutschen betrachtet, fand ich gerade, dass sie ja auch Probleme haben, wenn sie hoch angelaufen werden und wenn sie keine Zeit im Spielaufbau haben, ist es vielleicht also auch wichtig, den Spielaufbau der Deutschen frühzeitig zu stören, dass die Deutschen gar nicht in ihr Spiel kommen, gar nicht Musiala und Wirtz einsetzen und ihr vielleicht mit Balleroberung dadurch in Umschaltmomente kommt. Ist das vielleicht ein Schlüssel? Das ist eine gute Idee, werde ich weiterbringen. Nein, Wir aber schaffen es trotzdem. wir haben das auch gesehen, wie die Schweiz gegen die Deutschen gespielt haben. Und das war auch etwas höheren Pressing. Und das können wir auch, aber wir werden dann sehr viel Angst haben für die Schnelligkeit, das deutsche Spiel. Und diese Schnelligkeit haben wir nicht in unseren Spielern. Also die sind normal schnell, aber so mit dem Ball denken, dann geht es nicht so schnell. Und das ist unsere Schwäche, dass wir diese Schnelligkeit in unserer Mannschaft nicht haben. Aber wir haben ja auch gesehen, wie du das gut formulierst, gesehen, dass die Deutschen im Spielaufbau ihren Probleme haben mit Tah und Rüdiger. Die spielen ja wahrscheinlich nicht. Dann kommen neue, vielleicht etwas nervösere Jungs rein. Also da müssen wir erstmal gucken, was Anton kann, wie heißt er nochmal, der Dortmunder? Schlotterbeck, Schlotterbeck. Schlotterbeck. Der Schlotterbeck hat ja auch seine Herausforderung gehabt, früher mit dem Ball, wie abspielt zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, da könnte schon ein Schlüssel sein. Aber das heißt auch, der Trainer muss auch mal die Handbremse loslassen und sagen, okay, mehr auf Sieg gehen, mehr Risiko eingehen. Aber ob er das macht, das weiß ich nicht. Also die Leute hier in Dänemark fordern mehr Kreativität von der Mannschaft. Wir sind jetzt in den Endphasen. Da können wir nicht nur auf Null spielen. Wir müssen auch mehr nach vorne tun. Und ich hoffe, dass es gegen die Deutschen dazu kommt. Guido, hast du noch Aspekte, die du mit Fleming besprechen möchtest? Nee, also ich bin eigentlich auch der gleichen Meinung. Das Problem der Dänen wird sein, wenn sie mehr pressen oder ein bisschen weiter vorne angreifen möchten, muss eigentlich die Abwehr auch nachrücken, weil sonst gibt es eben über die erste Kette natürlich die Räume, die Musiala und Wirtz unheimlich gut reinspielen können. Und wenn die Abwehr aber mit rausrückt, damit die Räume eng bleiben, dass es die 30-Meter-Linie im Prinzip haben zum Verschieben, dann gibt es eigentlich hinter der Abwehr die Lücken, wo man dann mit Schnelligkeit spielen kann. Und wenn das die Deutschen dann irgendwo lesen können, die Dänen rücken jetzt mehr raus, dann müssen wir ein bisschen mit längeren Bälle agieren, dann haben die Dänen, glaube ich, sehr schwer, weil wir eigentlich von der Einzelspieler her die bessere Mannschaft sind und variabler sein können. Mit Wirtz, mit Musiala, dann auch vorne Havertz oder Füllkrug oder Umtaf und Führich dann auf der linken Seite kann noch reinkommen. Also wir haben da sehr viele Alternativen. Sané darf man, obwohl er bis jetzt eine sehr schlechte EM spielt, auch nicht vergessen. Nein, und das stimmt schon, weil wir spielen ja erstmals gegen Kane, der nicht schnell ist. Dann spielen wir gegen Mitrovic, der auch nicht die Räume hinter uns herausgefordert haben. Erstens spielen Sesko, einige Male ist er da, uns davongelaufen. Da haben wir vielleicht gesehen, okay, da fehlt auch einiges, wenn wir etwas höher stehen. Und das wird schon, wie Guido sagt, das wird eine Herausforderung, diese richtige Mischung zu finden. Um unsere Stärke aufzugeben und die Offensive suchen oder immer nach hinten bleiben und dann die Deutschen dazu zu verunsichern, dass sie keine Torchancen kriegen, dass die oft nach zurückspielen müssen. Also das wird schon ein unheimliches enges Spiel am Anfang, glaube ich. Wer hat den größten Mut?
Und das wird das Spiel entscheiden. Fleming, es war hervorragend, sehr, Dann. sehr nett. Aber du kommst natürlich nicht hier aus der Show ohne einen Ergebnistipp. Das kann ich dir nicht ersparen. Nein, da muss ich natürlich dazu, das Herz gewinnt das Herz gewinnt natürlich immer. Ich bin Däne und hoffe, dass wir auf meinem ehemaligen Stadion in Dortmund nochmals dass die große Überraschung gelingen können. Also, wie gesagt, wir treffen nicht oft. Das heißt ein Tor für Dänemark. Wir lassen nicht viele zu. Heißt 0 für Deutschland, 1 zu 0. Dann wäre die Welt wieder in Ordnung hier in Dänemark. Genau, und Nach dann lädst du regulärer alle Zeit ein zu oder McDonald's, in der oder? Verlängerung? Was? Verlängerung? Nach der Verlängerung einzeln oder in der Ja, regulären Spielzeit? das wäre ja auch was. Ach, seit 90 Minuten, das reicht für uns, glaube ich. Okay. Okay, gut. Turit, was sagst du? Dein Ergebnistipp? Ich sage 2-0 für Deutschland. Guido? Ja, klar. Muss auch sein. Ja, ich hätte es auch 2 zu 0 gesagt, Ja, aber dann jetzt bei musst du jetzt was dir anderes muss sagen. ich was anderes sagen. Ich sage dann 3 zu 1. 3 zu 1, Ja. okay. Und ich sage tatsächlich 0 zu 0 nach 90 Minuten, es geht in die Verlängerung. Ja? Ja, okay. Okay. Wir drücken uns alle die Daumen, dass es ein gutes Erlebnis wird für jeder, der da hinfährt. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich dabei sein durfte heute und wünsche euch viel Spaß weiterhin mit der Sendung. Und hoffentlich schalte ich mich mal wieder zu, wenn die Dänen im Viertelfinale stehen. Okay. Okay. Ja, besser hätte man die Sache nicht abschließen können. Fleming, alles Gute, Vielen danke. Dank. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Also, die Ergebnistipps von Fleming Paulsen, Turit und Guido haben wir, meine auch. Dann fehlt noch Marcel. Wie ist dein Ergebnistipp, bitte? Wer hat nochmal 2-0 von euch gesagt? Turit, dann bin ich absolut bei Turit. Ich sage auch 2-0 für Deutschland. Okay, dann haben wir alles eingesammelt. Eure Ergebnistipps nehmen wir auch gerne entgegen. Und nochmal der Hinweis, auch die anderen Achtelfinalpaarungen werden wir euch vorbereiten, werden wir analysieren in dieser kompetenten Runde. Danke erst einmal an euch.